Frinsi und Schkupa ist Kautschuk. Es ist ein Unternehmen mit Geschichte im Herzen von Mitteldeutschland. Es ist ein Unternehmen, was ständig gewachsen ist. Es gibt so ein Wort, wenn du einmal im Kautschuk-Bereich gelandet bist, dass es dort so sticky, dass du dann nicht wieder wegkommst. Der Grund, warum ich zurückgekommen bin, war im Prinzip die Kultur von Trinseo, die mich sehr beeindruckt hat. Und insbesondere natürlich, dass mein früherer Bereich Synthese-Kautschuk eigentlich so eine Erfolgsgeschichte geworden ist. Für Schkupa ist es das wichtigste Produkt. Wir produzieren über 300.000 Tonnen. Für Trinseo sind wir eines der Kerngeschäftsbereiche, die in der Wertschöpfung wesentlichen zum Erfolg von Trinseo beitragen. Der wichtigste Vorteil hier in Schkopau, das ist die Tatsache, dass wir hier alle Fachleute vor Ort haben, sehr kurze Wege haben. Wir haben also hier am Standort alle wichtigen Funktionen. Das geht bei der Forschung los und hört bei Supply Chain irgendwo auf. Wir sind hier gewachsen, gemeinsam gewachsen über die vielen Jahre, haben bestimmte Sachen gemeinsam entwickelt. Das ist für uns eine sehr normale Art und Weise, denn wir können nicht in Isolation unsere Produktentwicklung voranbringen. Und Synthese-Kautschuk braucht Hochtechnologie. Wir haben also Technologien hier am Standort, die weltweit führend ist. Und wir haben sehr gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter, die auch in der Lage sind, in Zukunft neue Technologien zu entwickeln und an der Weltspitze zu bleiben. Teamgeist ist, glaube ich, bei uns ganz groß. Die Verbundenheit vieler Mitarbeiter hier, die dann dazu geführt hat, jahrzehntelang dem Unternehmen die Treue zu halten, ist ein ganz ausgeprägter Schatz. Ja, wir sind natürlich eine relativ große Organisation und auch eine sehr diverse und recht junge Organisation. Es gibt eine Beobachtung von Gästen, die hierher kommen, dass hier eine extrem hohe Integration, Motivation und Fokussierung auf diesen Standort da ist, dass Stolz der Leute hier sehr sichtbar ist. Ich denke, Zusammenhalt entsteht dabei, dass man gemeinsam Herausforderungen meistert und dann auch gemeinsam entsprechend den Erfolg feiert, wenn es gelungen ist, zum Beispiel Produkte für die Kunden zu entwickeln und diese auch erfolgreich beim Kunden einzuführen. Ganz wichtig ist es, einen offenen Austausch miteinander zu haben. Das Wir-Gefühl kommt bei uns vor allem raus, dass man ein kleines bisschen über seine eigene Organisation hinausschaut und immer im Prinzip im Blick hat, für das Unternehmen zu denken. Das ist eine Sache, die wirklich ganz besonders hier auch in Schkopau ausgeprägt ist. Wir haben hier eine Kultur entwickelt, die darauf basiert, dass man sich gegenseitig vertraut, die Kompetenz des anderen schätzt und zum Schluss alle an einem Ziel arbeiten. Auch das Miteinander zwischen erfahrenen Mitarbeitern und jungen Mitarbeitern trägt natürlich dazu bei, dass wir hier eine sehr schlagkräftige Organisation haben. Aber letztlich ist das Wir natürlich auch, wie wir auf unsere Kunden zugehen und mit den Kunden arbeiten. Wir müssen sehr dicht dran sein, um zu verstehen, nach Möglichkeit noch schneller als unsere Kunden zu verstehen, welche Erwartungen hinsichtlich Performance unsere Produkte in Zukunft erfüllen müssen. Die 80 Jahre, die wir hinter uns haben, sind 80 Jahre Polymerproduktion für Reifen im Wesentlichen. Gott sei Dank, mit unserer Forschung, mit unserer Technologie hier, haben wir die Möglichkeit, eben verbesserte Produkte zu liefern, die unseren Kunden ermöglichen, auch in Zukunft diese gestiegenen Anforderungen zu erfüllen. Ich sehe auch die nächsten 80 Jahre uns dort als Produzent für Reifen. Auch Elektromobilität und die Veränderung der Gesellschaft wird nicht ein Polymer obsolet machen, was ganz wichtig ist, um energieeffizient von A nach B zu kommen. Es gibt ganz viele Ideen, wie wir die nächsten Schritte gestalten wollen, wie wir weiter wachsen wollen und damit auch für die nächste Generation hier am Standort Sicherheit schaffen und Arbeitsplätze. Bei Kautschuk kommt es auf jeden drauf an. Das ist wichtig und das ist die Message, die wir allen Mitarbeitern mitgeben wollen und dass wir auf weitere 80 Jahre Schkopau Kautschuk schauen werden. Ja.